Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck Nike. Gleich erfahrt ihr, wie viel Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma kommt aus den USA und ist in der Sportartikelbranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 1% und die Dividende wurde inzwischen seit 19 Jahren in Folge gesteigert. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information, gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium, wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Also hier haben wir aktuell einen Wert von 31% und das liegt in einem sehr guten Bereich, würde ich sagen. Damit vergebe ich hier einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium, wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Also hier haben wir aktuell einen Wert von 35% und auch das ist sehr gut, würde ich sagen. Damit vergebe ich hier ebenfalls einen vollen Punkt. Das dritte Kriterium, hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren von 0,34 auf 1,32 US-Dollar je Aktie angestiegen und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung, damit vergebe ich hier auch einen vollen Punkt. Das vierte Kriterium, hat die Firma in der letzten großen Crashphase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also kurz vor der Finanzkrise bis kurz danach. Da ist die Dividende ebenfalls angestiegen und zwar von 0,17 auf 0,26 US-Dollar je Aktie. Und auch hier gab es keine einzige Kürzung bei der Dividende. Damit vergebe ich hier einen vollen Punkt. Das fünfte Kriterium, wie stark war das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren? Und hier ist die Dividende nach aktuellem Stand im Durchschnitt pro Jahr um 11,9% angestiegen. Und das ist ein sehr guter Wert meiner Meinung nach. Damit vergebe ich hier auch einen vollen Punkt. Das sechste Kriterium, wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognose entwickeln? Also laut den aktuellen Schätzungen der Analysten soll die Dividende in Zukunft weiter ansteigen und damit vergebe ich hier auch nochmal einen vollen Punkt. Dann zum letzten Kriterium, wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im folgenden Geschäftsjahr? Und laut den aktuellen Prognosen soll der Gewinn je Aktie ansteigen und zwar von 3,56 auf 3,72 US-Dollar je Aktie. Also so zumindest die aktuellen Schätzungen der Analysten und auch hier schaut es momentan sehr gut aus. Damit vergebe ich hier auch einen vollen Punkt. So, und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis und hier holt Nike in meinem Dividendencheck insgesamt unterm Strich 7 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten, also die volle Punktzahl, mehr geht nicht und damit landet die Aktie in meiner Dividendencheck-Ampel natürlich auch auf der besten Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem Dividendencheck. Und hier landet Nike momentan mit den 7 erreichten Punkten hier auf dem ersten Platz. Und hier werde ich die Aktie dann, wie gesagt, nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Beziehungsweise das aktuelle Video, denn hier sehen wir noch das letzte Video verlinkt. Und da sehen wir, dass die Aktie auch im letzten Jahr, also vor ca. einem Jahr beim Check, ebenfalls 7 Punkte erreicht hat. So, und die Rangliste könnt ihr übrigens jederzeit auf meiner Webseite abrufen. Den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, jetzt analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder und da sieht man zum einen den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist ca. Anfang, Mitte April 2022 und dann haben wir noch hier die gestrichene Linie. Das ist der Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und ich kann mir jetzt erkennen, dass aktueller Kurs oberhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan zumindest noch überbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war es dann auch wieder mal mit diesem Video. Und hier noch zum Abschluss der Hinweis, mein Check, der gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.